Oh mein Gott, was ist das? Der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf Redfish. Heute das erste Mal Call of Duty Modern Warfare 3 zocken in 2024. Ich habe es mir gegönnt für sagenumwogene 56 Euro. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Ich will einmal ganz kurz... Wir stoßen an mit einem Lipton Sparkling Zitrone. Gönjamin. Also, ich will einen YouTube-Kollegen fragen, ob wir mit Maus und Tastatur oder Controller spielen. Jetzt natürlich die große Frage, ob er rangeht. Na komm. Glaube, sieht schlecht aus. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, einen wunderschönen guten, alles klar? Ja, klar. Ich bin in der Aufnahme, hör mal zu. Ganz kurze Frage. Ich habe mir das neue COD gegönnt, ne? Und mit Maus und Tastatur oder Controller? Was du zocken solltest? Ja, mit was ich die erste Runde starten soll. Mit Maus und Tastatur. Maus und Tastatur. Alles klar, dann werde ich das tun. Mach das. Ich würde sagen, wir nehmen die Standardklasse. Ich habe keine Ahnung, was fein ist. Oh Gott, wir gehen rein in Afghan, die Map aus MW2. Durch das an. Standardklassen noch. Da kommt doch selbst her. Ich hab die Granate gesehen. Ich weiß, dass du kommst. Da sind sie zu dritt. Wir sind hier sozusagen in einer neuen Ära, ne? Und dadurch, ich habe zwar eine Idee, wie man Let's Plays auch so schneiden kann, ne? Dass man halt nicht alles in die Videos packt, alles drum und dran. Aber so. Ab und an wünsche ich mir auch einfach so entspannt eine Runde COD. Dazu labern oder Battlefield. Parallel dazu habe ich noch Battlefield 2042 gegönnt. Mit dem Unterschied. Lol. Mit dem Unterschied, dass ich die Deluxe-Edition habe. Oder diese ganz. Nein. Diese Version mit irgendwelchen Deluxe-Sachen nochmal. Was ein Camper. Was ein Camper. Kann mir... Ach so, ich sollte vielleicht Battlefield auch ausmachen. Deswegen leckt es vermutlich. Ja, kein Wunder, wenn das mit 45 Mbit... Alle anhalten. Das mit 45 Mbit runterlädt, ne? Weil so ein paar Games einfach so... Einmal wieder so ein paar kurze Multiplayer-Runden. Zocken, schneiden, hochladen. Das habe ich ja früher auch gemacht. Gerade auch bei Battlefield. Oh Gott, der ist im Cockpit des abgebrannten Flugzeugs. Aber ist die erste Runde. Da lass ich mich nicht lumpen. Es fühlt sich schon anders an, das stimmt. Vom ersten Eindruck her. Ich habe das Gefühl, es ist auch schneller als in der Beta. Ich habe die Beta halt gezockt. Gibt es auch auf YouTube, könnt ihr gerne gucken. Aber nur eine Runde, ein Video. Nicht nur eine Runde, ne, aber... Hey, was soll das? Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung von dem Call of Duty in die Kommentare schreiben. Ja, ich krieg nichts hin. Da ist einer, pass auf. Hab ihn. Ja, ich fühle mich wie der größte Noob hier in Call of Duty, ne? Achso, oh. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass das alles live kommentiert ist hier, ne? Nicht irgendwie nachgesprochen oder sonstiges. Wenn ich nur irgendwas bearbeitet habe. Digga. Leck mich doch einfach mal. Er wusste, dass ich da sitze. Da sind sie wieder zu zweit. Das war sehr knapp. Lade nach. Was? Nehmen wir die Striker. Jemand mit dem Sturmgewehr. Jetzt nehmen wir mal die Maschinenpistole. Zombie. Oh, okay. Zombie Ghost hält wirklich das, was er ist.
Was? So viele Steps, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Fünf Tage lang spekuliert, ob ich mir das Call of Duty kaufe oder ob ich es mir nicht kaufe, weil es bestimmt auch andere Games gegeben hätte, die sich gelohnt hätten. Aber ich habe es mir dann doch gegönnt. Und ob das so gut ist, weiß ich nicht, weil es gibt es Matchmaking, klar, das ist vielleicht, jetzt sieht nicht so aus, aber es gibt es Matchmaking, versaut mir extrem den Spielspaß, wenn du richtig drinne bist. Bei Gott, was war das? Ist gar nicht so leicht, mit Maus und Tastatur zu spielen. Aber nein, ich habe for real 5 Tage gestruggelt und den Kopf drüber zerbrochen, ob ich es mir hole oder nicht. Weil ich das eigentlich nicht unterstützen wollte, dass ich ein DLC kaufe, ne? Für ein Game, wo ich weiß, dass ich echt sauer werde, wenn ich das spiele. Hauptsache, ich mache nichts kaputt, das ist ja das Wichtigste. Das gibt's so einen, was ist er denn für Sniper? Das ist der größte Punkt. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit nörgeln, ich will einfach spielen, ich will Spielspaß haben. Genau deswegen habe ich es mir ja gekauft. Also, vom Ding her, ich weiß, wie ich spielen muss, nur ich bin noch viel zu offen. Und ich bewege mich nicht genug, eins von beiden. Da sind zwei, da kommen sie zu zweit um die Ecke. Wie keine taktische Ausrüstung. Ich hatte immer taktische Ausrüstung. Du Camper. Sau. Wir kontrollieren zwei Zielobjekte. Na komm. Ich wusste, dass du da kommst. Huch. Also, begreife ich nicht. Oh mein Gott, was ist das? Oh nein, schade. Geil. Was war das? Erster Kill. Lade nach. Das muss ich unbedingt umstellen. Das ist für meine Kumpels. Was abgekriegt? Hier unter direkt. Das wäre geschafft. Ich lade nach. Eine Lichtmütze, wirklich. Das kann euch um einiges helfen. Und an der Ecke, wo wir spazieren gegangen sind, da sind immer so Rehe und Wildschweine, ne? Gott sei Dank konnte man nix, aber wenn es nach Magericht läuft. Na komm, das würde ich auch nochmal testen. Einmal würde ich gerne einen Sniper-Kill machen. Ich weiß nicht, man hat das Gefühl, man kriegt nur auf die Fresse und irgendwie trichtert das einem ein, dass man schlecht ist. Das hat dann nichts mehr mit, ach, ich bin so schlecht, ich will besser werden zu tun. Nein, es hat einfach sowas damit zu tun, ich kriege so auf und sage, dass ich keine Lust mehr habe, das zu spielen, ne? Und das ist halt die schade Geschichte an der ganzen Sache. Also das wollte ich nicht haben. Erwischt. Der gibt es Ruhe. Ich werde hier drüben beschossen. Ihr habt den kleinen Eindruck von den ersten 3 Runden, die ich gezockt habe. In diesem Sinne, schreibt mir eure Meinung zu dem Game gerne in die Kommentare. Habt ihr es euch selbst gegönnt oder eher nicht? Ein Tomb Raider Skin. Oh, wie geil.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, wir gehen negativ raus. Bis dahin, bis deine Antenne.